Die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Gegen die Wahlvorschläge wurden 142.301 Stimmen abgegeben. Oder die
Dinge ernst hören lassen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis bis zum sofort unverzüglich. Und das kam zum Ausdruck in den Gesichtern und man sah das den Menschen an, jetzt endlich mal in eine solch kleine Kabine gehen zu dürfen. Manche fühlten sich, ich auch damals, fast wie ein Kind. Wir sind dahinter gegangen und dachten, jetzt können wir dort ankreuzen, was wir wollen.
wird diskutiert. Es wird diskutiert und das Diskutieren ist gut. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Dazu sind wir in Deutschland ein viel zu kleiner Teil. Protestiere gegen zu spät kommende S-Bahn, ich protestiere gegen das Klima, ich protestiere gegen Kirchtierhaltung.